Das Binary Independence Modell ist ein Retrieval Modell, das auf probabilistischen Annahmen aufbaut und davon abgeleitet oder darauf aufbauen kam dann später mit einem Zwischenschritt noch das Okapi BM25 Modell, das wir uns heute auch noch anschauen werden. Und dieses Mal wird es ein kleines bisschen formaler werden, ähnlich oder aufbauend natürlich auf die statistischen Grundlagen. Es kommt dabei im Endeffekt nicht viel Neues, sondern nur Formeltransformationen. Wir starten wie üblich bei den Retrieval-Modellen mit einer Übersicht über die Dokumentrepräsentation, die Anfragerepräsentation und was darauf aufbauend dann die Relevanzfunktion ist. Und die Dokumentrepräsentation in diesem Fall beim Binary Independence Modell sind bestehen oder basieren auf einer Terminologie T von M-Termen, Indextermen, zum Beispiel gestemmte Wörter. Und die Dokumentrepräsentation, die davon abgeleitet wird für ein konkretes, reales Dokument, ist eine Menge von Zufallsvariablen, die hier mit dem Buchstaben D von T beschrieben sind, wobei die Aussage hier ist, die Zufallsvariable D für den Term T wird 1 genau dann, wenn der Term T im realen Dokument D drin ist, und sie wird 0, wenn der Term nicht drin ist. Das heißt, wir haben nur eine binäre Einschätzung, eine binäre Termgewichtung, ob ein Term im Dokument vorkommt oder nicht. Ich werde noch mal ganz kurz unterbrechen und schauen, ob der Input Gain hoch genug ist. Augenblick. Anfragerepräsentationen sehen im Prinzip ganz genauso aus, auch nur eine binäre Repräsentation der Wörter in der Anfrage, wobei wir auch hier wieder über die gesamte Terminologie gehen und einfach ähnlich wie bei den Dokumenten zuvor abtragen in anderen Zufallsvariablen Q, ob ein Term in der Anfrage vorkommt oder nicht. Die Relevanzfunktion bildet das kartesische Produkt von Dokumenten und Anfragen auf binäre Relevanz ab. Ein Dokument ist relevant für eine Anfrage oder ein Dokument ist nicht relevant für eine Anfrage. Und wir nehmen in diesem Fall an, dass wir eine Zufallsvariable rel gegeben haben, die hiermit auch mit R abgekürzt wird, einfach nur damit wir nicht so viel Text in den Formeln haben. Es handelt sich um eine Zufallsvariable, die die wahre Relevanz für einen bestimmten Nutzer oder eine bestimmte Nutzerin anzeigt. Und die Relevanzfunktion dann selbst entspricht einfach einer Schätzung der Wahrscheinlichkeit für das Ereignis relevant dieser Zufallsvariable, gegeben die Dokumentrepräsentation. Betrachten Sie nochmal den Unterschied zwischen der realen Situation, das reale Dokument und die Daten, die wir über das Dokument und die Anfrage dann tatsächlich nur zur Verfügung haben. Für einen Menschen, der ein reales Dokument für eine real formulierte Anfrage, für ein Informationsbedürfnis im Kopf betrachtet, ergibt sich sofort eine Relevanz im Kopf. In der Maschine haben wir nur unsere kleine Modellwelt mit diesen sehr rudimentären Repräsentationen des Dokuments als Mengen von Ja- und Nein-Werten. Und wir hoffen, dass diese Daten ausreichen als Informationen, damit wir diese abhängige Wahrscheinlichkeit, nämlich des Eintretens eines Ereignisses von Relevanz, dann auch gut abschätzen können. Da kommt schon eine Frage, ja. R gleich 0,7 hat, dann kann es ja trotzdem sein, dass mir das hilft, meine Anfrage zu beantworten.
Für den Menschen ist ein Dokument relevant oder nicht. Das ist die Annahme. Aber natürlich ist diese Wahrscheinlichkeit hier ganz schlicht irgendeine Zahl zwischen 0 und 1, wenn wir sie korrekt schätzen als Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, wir können danach rennen. Die Wahrscheinlichkeit schon, aber Sie haben ja vorher gesagt, dass R eine Zufallszahl ist. R ist eine Zufallsvariable. Ganz im Sinne der Definition, die wir zuvor gegeben haben in der letzten Vorlesung. Und diese Zufallsvariable, die kann halt die beiden Werte 0 oder 1 anwählen. Ein Dokument, ein reales Dokument, ist relevant für eine Anfrage oder nicht. Wir betrachten also ganz spezifisch nicht den Fall, das ist eine vereinfachende Annahme, wir betrachten also ganz spezifisch nicht den Fall, dass ein Dokument teilweise relevant ist. Nichtsdestotrotz, selbst wenn wir eine solche scharfe Annahme im Retrieval-Modell machen, werden wir trotzdem bei geranktem Retrieval, auch wenn wir hier nach dieser Wahrscheinlichkeit ranken, dann NDCG anwenden und den zum Beispiel einen Gain einschätzen durch graduelle Relevanzeinschätzung von Personen in der Evaluierung. Sie erinnern sich an den NDCG-Score, den wir zuletzt vorgestellt haben. Schauen Sie da nochmal nach. Das eine ist vom anderen separiert. Wir evaluieren nach gradueller Relevanz beim geringen Retrieval, aber das heißt nicht, dass wir bei der Schätzung der Relevanz notwendigerweise dieselbe Annahme zugrunde legen müssen, wenn unser Modell, sag mal, die Art der Modellierung, die wir anstreben, diese Vereinfachung beinhaltet, dann ist das nicht besser oder schlechter. Wir können am Ende nur entscheiden, ob das Ranking besser oder schlechter ist. Und das macht die Evaluierungsfunktion. Dieses Modell ist probabilistisch motiviert und ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf das Probability Ranking Principle hier. Na, das müssen wir hier nochmal verlinken. Das ist hier nochmal das Probability Ranking Principle zur Wiederholung. Wenn wir Dokumente nach der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit ihrer Relevanz ranken, dann ist das das beste Ranking, das wir jemals mit einer Suchmaschine erzielen können für den spezifischen Nutzer, gegeben die Daten, die uns zur Verfügung stehen. Die Daten hier sind das fette D und das fette Q und hier sehen Sie nochmal das Prinzip, das Ranking-Prinzip, das tatsächlich auch formal bewiesen ist und für das auch zum Beispiel für die Evaluierungsfunktionen Recall, Precision und Utility gezeigt wurde, dass es das Optimum ist. Wie wir die jetzt schätzen, die Wahrscheinlichkeit, das ist die Preisfrage und es gab dort, ich zeige Ihnen heute zwei Möglichkeiten dafür. Also diese Wahrscheinlichkeit hier, die wir einfach als Relevanzwert verwenden. Wir fangen an mit einer durchaus länglichen Herleitung der Schätzung dieser Wahrscheinlichkeit. Sie sehen jetzt hier diese Wahrscheinlichkeit, die wir schätzen wollen, das Ereignis von Relevanz, gegeben die Dokumentrepräsentation. Und wir machen jetzt zunächst einmal eine Abschätzung, eine erste Abschätzung, die hier zu sehen ist. Wir ersetzen diesen Wert hier durch diesen hier, durch diesen Quotienten. Es handelt sich dabei um die Odds, um das Chancenverhältnis. Und die Chancen sind so definiert, wir haben irgendein Ereignis A und nehmen die Wahrscheinlichkeit dafür und teilen das durch die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis. Chancen 5 zu 1, Chancen 1 zu 2. Das kennen Sie aus Wetten zum Beispiel. Das ist im Prinzip äquivalent, eine andere Sichtweise auf Wahrscheinlichkeiten. Aber es sind nicht Wahrscheinlichkeiten im eigentlichen Sinne, braucht uns aber nicht zu interessieren. Denn solange eine Zahl herauskommt, die zum Beispiel größer ist für ein relevanteres Dokument als für ein nicht relevantes Dokument, sind wir zufrieden. Deswegen sprechen wir von einer rangerhaltenden Ersetzung oder Abschätzung. Das ist jetzt hier ausgedrückt bei dem Gleichheitszeichen durch dieses kleine Wort Rank.
Kommt auch später noch ein paar Mal. Sie können über die Odds hier auf dem Wikipedia-Artikel ein bisschen nachlesen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wenden einfach Bayes Regel an. Die haben Sie zuvor schon gesehen. Und wenn Sie die hier anwenden, hier der Spezialfall, dass Sie zwei Parameter hier in der Bedingung haben, die mit UN verknüpft sind. Wir wenden die Regel nur bezüglich des Parameters D an der Stelle. Und wenn Sie die Bayes-Regel sowohl für den Zähler als auch den Nenner anwenden, dann wird sich der eigentliche Nenner von jeder Anwendung der Bayes-Regel auf diese und diese Wahrscheinlichkeit hier einfach rauskürzen, weil er sowohl im Zähler als auch im Nenner dieses Bruchs steht. Jetzt machen wir noch eine rangerhaltende Veränderung der Formel, eine Annäherung des Wertes. Wir lassen einfach diesen Teil hier weg, diese Faktoren, sowohl aus dem Zähler als auch dem Nenner. Das bedeutet, wir haben am Ende eine andere Zahl da stehen, aber, wie eben schon mal gesagt, gleiches Spiel wie bei der ersten Annahme, es ist rangerhaltend. Ob die Zahl größer oder kleiner ist, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Reihenfolge ändert sich nicht. Uns geht es nur um das Ranking. Wir können diese beiden Faktoren hier weglassen, weil sie nicht von D abhängen. Sie sind konstant für die Anfrage. Die Anfrage ändert sich nicht für einen Nutzer. Sie ist konstant bei Eingabe und demzufolge spielen diese beiden Wahrscheinlichkeiten hier keine Rolle und wir haben uns Arbeit gespart, sie zu schätzen. Denn sonst müssten wir jetzt hier anstatt nur zwei, vier Wahrscheinlichkeiten schätzen. Es geht noch weiter. Wir fangen jetzt hier mit dem letzten Ergebnis der vorigen Folie an. Sehen Sie hier, wir nehmen uns das und fangen hier wieder an und machen eine weitere Annahme, nämlich, dass Terme unabhängig voneinander in Dokumenten auftreten. Mit dieser Annahme können wir diese Wahrscheinlichkeiten, das heißt, wir können diese Dokumentrepräsentationen, die wir haben, aufteilen in Produkte von Einzelwahrscheinlichkeiten. Nämlich die Einzelwahrscheinlichkeiten für jeden Term in der Terminologie. Und der Bruch bleibt demzufolge derselbe, genau wie hier vor. Und auch die Abhängigkeiten hier. Wir haben schon mehrfach gesagt, dass die Annahme der Unabhängigkeit des Auftretens von Termen in Dokumenten eine starke Annahme ist, die entgegen der Linguistik geht, aber für das Retrieval spielt diese Annahme keine herausragende Rolle und ich sage später auch nochmal, warum das so ist. Jetzt wird es ein kleines bisschen komplizierter. Wir nehmen jetzt die Terminologie und teilen die Faktoren hier auf. Wir haben ja eine ganze Menge von Faktoren für jeden Term, einen hier immer hintereinander stehen, multipliziert. Und wir teilen jetzt einfach die Terme auf, gemäß der Terme, die tatsächlich im Dokument vorkommen. Und der Terme, die nicht im Dokument vorkommen. Das heißt, es ist nichts mit der Formel passiert. Wir haben einfach nur ein paar Faktoren auf die eine Seite geschoben, ein paar Faktoren auf die andere Seite der Multiplikation. Und dann haben wir die beiden Multiplikationen einfach hier voneinander syntaktisch getrennt. Wir haben jetzt zwei Produkte. Es ist exakt dasselbe wie hier oben. Sehen Sie das? Der einzige Unterschied, dass wir nicht mehr T in T haben, sondern T in D und T nicht in D. Was im Prinzip müsste man es hier noch ausführlicher schreiben, T in T und T in D und T in Groß T und T nicht in D. Dann wäre klar, dass wir einfach nur die Menge zweigeteilt haben zwischen die Terminologie. Aber ich habe es hier ein bisschen abgekürzt und ich denke, es wird auch so relativ klar, zumal es ja auch noch drunter steht. Das nächste, die Formeln werden etwas unhandlich, wir führen eine Abkürzung ein. Hier ersetzen wir einfach den Zähler durch PT, den Nenner durch ST
Und wir sehen, dass dies hier Gegenwahrscheinlichkeiten der jeweiligen von Zähler und Nenner sind. Also einmal hier der Term kommt vor, das Ereignis, der Term kommt im Dokument, der Term T kommt im Dokument vor und hier ist das Gegenereignis, der Term T kommt nicht im Dokument vor. Und das heißt, wir können hier einfach 1 minus PT schreiben. Bedenken Sie, wir schätzen hier nicht für jeden Term eine eigene Wahrscheinlichkeit ab, sondern wir schätzen eine Wahrscheinlichkeit für Terme im Allgemeinen ab. Das heißt, eigentlich haben wir immer noch nur 4 Wahrscheinlichkeiten zu schätzen. Wir fangen an, wir machen hier weiter. Wir haben das Ergebnis der vorigen Folie und als nächstes kommt eine weitere Annahme, nämlich, dass PT gleich ST ist, und zwar für alle Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen. Das sehen wir jetzt hier. Hier haben wir jetzt eine zusätzliche Bedingung eingefügt. Term ist in der Anfrage und Term ist, Entschuldigung, wir betrachten jetzt nur die Terme der Anfrage. Entschuldigung, so rum ist es. Also die Annahme ist, dass für alle Faktoren der Terme, die nicht in der Anfrage sind, wir im Prinzip diesen Teil der beiden Produkte weglassen können. Das heißt, die Bedingung ist schärfer geworden, wir betrachten nicht mehr alle Wörter von vorher, es ist nur noch eine rangerhaltende Abschätzung des vorigen Werts und wir haben hier eine ganze Menge Faktoren weggelassen, weil die Anfragen sind ja deutlich kürzer als die Dokumente üblicherweise. Was wir jetzt noch machen ist, wir fügen im Prinzip hier, das ist hier noch nicht zu sehen, das ist noch exakt dasselbe wie oben, aber wir fügen jetzt einfach hier in den zweiten Faktor Terme hinzu, nämlich die Terme, die in der, Entschuldigung, addition of all missing terms. Ja, genau, wir fügen einfach alle Terme zum rechten Produkt hinzu, die in der Anfrage nicht vorkommen, die im Dokument nicht vorkommen, die in der Anfrage vorkommen, aber nicht im Dokument vorkommen. Entschuldigung. Also, nochmal. Diesen Schritt machen wir hier nochmal. Wir gehen aus von dem vorigen Ergebnis hier, das wir hier sehen, und als erstes machen wir ein rangerhaltenes Weglassen von Faktoren aus diesen beiden Produkten. Und diese Faktoren sind alle Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen. Die Annahme, die dem zugrunde liegt, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen eines Terms, der nicht in der Anfrage vorkommt, gleich wahrscheinlich ist für relevante und nicht relevante Dokumente. So. Als nächstes fügen wir dem zweiten Produkt alle Terme hinzu, die zwar in der Anfrage vorkommen, aber nicht im Dokument. Und das geschieht jetzt hier in kleinen Schritten, damit Sie es nachvollziehen können. Zunächst teilen wir einfach, zunächst fügen wir hier die Faktoren hinzu, dann teilen wir einfach durch diese Faktoren, die wir hinzugefügt haben. Ich gehe nochmal hin und her. Jetzt sehen Sie es hier, die Faktoren sind nicht da. Hier sind sie jetzt hinzugekommen und hier müssen wir jetzt genau die hinzugefügten Faktoren wieder wegnehmen. Das Ganze kann man jetzt durch einfache Syntaxumformung ein wenig vereinfachen. Erstmal nehmen wir den Kerbruch. Es handelt sich ja um eine Division von einem Produkt, von einem Quotienten. Demzufolge können wir einfach mit dem Kerbruch mal nehmen. Und das Ganze stellen wir dann jetzt um. Wir drehen einfach das hier um. Das hier kommt hierhin und das hier kommt dahin. Also dass nichts weiter passiert. Und jetzt sehen wir hier sind die Bedingungen gleich. Das heißt, diese beiden Produkte können wir jetzt schon zusammenfassen. Und was wir jetzt hier beobachten können, ist, dass all diese Faktoren, die wir hier separiert haben, nicht vom Dokument abhängen
und wir sie deshalb einfach weglassen können. Auch diese Faktoren sind quasi wieder konstant. Zuletzt fügen wir einfach einen Logarithmierungsfaktor hinzu. Das hat einfach praktische Gründe. Wenn wir mit vielen Wahrscheinlichkeiten arbeiten und mit Produkten von vielen Wahrscheinlichkeiten, genau wie im maschinellen Lernen auch, kann es passieren, dass diese Wahrscheinlichkeiten, dadurch, dass man halt immer irgendwelche Werte zwischen 0 und 1, die wahrscheinlich auch relativ klein sind, multipliziert, dass diese Wahrscheinlichkeiten irgendwann gegen 0 tendieren und einen Zahlenunterlauf je nach Zahlendarstellung machen. Oder dass es sehr aufwendig wird, tatsächlich korrekte Zahlen zu berechnen im Computer. Die Logarithmierung hilft, das zu verhindern. Einerseits dadurch, dass die Zahlen größer werden und andererseits dadurch, dass wir anstatt Produkte Summen bilden können, was auch die Berechnung erleichtert. Das ist im Prinzip dann das finale Termgewicht, das wir im Binary Independence Modell ausrechnen konnten, mit Hilfe all dieser Abschätze. Dieses Termgewicht hat einen Namen bekommen, das ist das Robertson-Sperg-Jones-Gewicht. Und es zeigt eigentlich nur die Odds, die dafür sprechen, dass ein Term in einem Dokument vorkommt, wenn es relevant ist, und die Odds, die dagegen sprechen. Und das Ganze wird durcheinander geteilt. Es handelt sich also um die sogenannte Odds-Ratio, das Chancenverhältnis. Ein Problem, das wir jetzt in der Praxis haben, ist, dass wir immer noch diese Wahrscheinlichkeiten hier irgendwie abschätzen müssen. Es sind ja immer noch einfach nur, und das sehen wir jetzt hier gleich nochmal, es sind immer noch einfach nur, Entschuldigung, ich gehe nochmal ganz am Anfang, einfach nur diese Abkürzungen für diese konkreten Wahrscheinlichkeiten des Ereignisses, dass ein Term im Dokument vorkommt, gegeben, dass das Dokument relevant ist und wir die Anfrage Q vorliegen haben. All das ist jetzt erstmal nur eine Umformung gewesen und die Tatsache, dass wir uns auf ein paar spezifische Faktoren für diese Abschätzung zurückgezogen haben, die gegebenenfalls leichter abzuschätzen sind, damit wir nicht so viele abschätzen müssen. Es geht jetzt also noch ein kleines bisschen weiter, nämlich treffen wir noch eine Annahme und das ist eine starke Annahme, die wir hier treffen. Wir nehmen nämlich an, dass ein Term, der in der Anfrage vorhanden ist, mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einem Dokument, das relevant ist, an- oder abwesend sein kann. Das heißt, wir nehmen an, PT gleich 0,5. Dadurch, wenn wir das hier einsetzen, kürzt sich dieser Faktor einfach raus. Und es bleibt das hier übrig. Das soll rangerhaltend sein. Und zu guter Letzt können wir jetzt endlich für diese Wahrscheinlichkeit finden wir im Augenblick keine gute Abschätzung, weil wir nichts wissen über die relevanten Dokumente. Für diese Wahrscheinlichkeit finden wir allerdings eine gute Abschätzung und wir nehmen einfach einen Maximum Likelihood Estimate, das sich einfach nur errechnet aus dem Quotienten, aus der Menge an Dokumenten, die den Term enthalten, geteilt durch die Menge der Dokumente, geteilt durch die Menge aller Dokumente, die wir kennen. Das heißt, was ist der Anteil an Dokumenten, die den Term enthalten? Das ist die Abschätzung dafür, dass ein Term in einem Dokument vorkommt, gegeben, das Dokument ist nicht relevant und wir haben die Anfrage Q gegeben. Das heißt, wir haben ja eigentlich nur eine Aussage gemacht über die nicht relevanten Dokumente. Und wenn man sich diese Abschätzung jetzt hier anschaut und hier oben einsetzt, erhält man diese Formel hier, das Ganze aufgelöst. Und mit dieser Formel können wir jetzt ganz normal Dokumente, Terme in Dokumenten gewichten und durch die Summe der Termgewichte für die Terme in der Anfrage einen Relevanzscore ausrechnen. Wenn Sie sich über diese Zahlen, die hier noch stehen, wundern, dabei handelt es sich um einen Smoothing-Faktor. Der Smoothing-Faktor soll dafür sorgen, dass
Zum Beispiel, wenn ein Term aus irgendeinem Grund in einer Anfrage vorkommt, jedoch nicht in irgendeinem Dokument, wir hier keine Null drin haben. Wenn hier eine Null steht, ist das etwas ungünstig, weil wir dann plötzlich anfangen, durch eine Null zu teilen. Und demzufolge müssen wir durch das Smoothing dafür sorgen, dass alle Terme, die irgendwo in Existenz sein können, die irgendeine Nutzerin gegebenenfalls angeben kann, irgendeine von Null verschiedene Zahl bekommen. Das heißt, wir verteilen ein wenig der Wahrscheinlichkeitsmasse um von allen anderen Termen auf die Terme, die im Prinzip der Rest sind. Wir bekommen eine Standardwahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit ist einfach 0,5 geteilt durch eine sehr große Zahl. Wir gehen ja davon aus, dass wir sehr viele Dokumente haben. Das heißt hier D plus 1,0. Wenn wir davon ausgehen, dass es kein Dokument gibt, die irgendeinen gegebenen Term enthält. Auf diese Weise sorgen wir dafür, dass diese Summe hier weiterhin funktioniert und wir den Logarithmus ausrechnen können. Das ist hier auch nochmal erklärt ausführlich. Und ja, ich würde jetzt an dieser Stelle ein kurzes Beispiel vorführen, wie man dieses Termgewicht anwendet. Wir haben hier gegeben eine Anfrage aus drei Terme. Wir haben mal die Terme auf einen Buchstaben jeweils abgekürzt, A, C, H. Hier rechts sehen Sie unsere Dokumentmenge. Es sind 6 Dokumente da drin. Jedes Dokument ist eine Sequenz von Termen. A, B, C, B, D, B, E, F, B, B, G, C, D und so weiter und so fort. Die Terme der Anfrage sind hier fett gedruckt. Und jetzt sehen wir hier für jeden Term die Zahl der Dokumente, die den Term enthalten und die sich daraus ergebende Abschätzung für die Wahrscheinlichkeit ST. Wenn wir jetzt die Relevanzfunktion ausrechnen wollen, ist das einfach die Summe der einzelnen Termgewichte von den Termen in der Anfrage. Und für ein Dokument, das alle drei Terme enthält, würde sich ein Gewicht von 0,954 ergeben. Es gibt nur diese drei Summanden hier. Jetzt enthält offensichtlich keins der 6 Dokumente alle drei Terme, sondern jeweils nur 2. Das heißt, wenn wir jetzt den Relevanzwert für jedes Dokument ausrechnen wollen, müssen wir gegebenenfalls einfach einen dieser Summanden weglassen. Das ist jetzt hier mal animiert vorgeführt. Für das erste Dokument, da haben wir nur die beiden Terme A und C drin und wir rechnen demzufolge diese beiden Logarithmen hier aus und erhalten in Summe 0,35 als Relevanzwert. Das nächste Dokument erhält einen Relevanzwert von 0. Es ist einfach keiner der Terme vorhanden, demzufolge landen wir dort. Das nächste Dokument erhält einen Relevanzwert von 0,1761. Nur der Term C ist vorhanden, das heißt, wir rechnen diesen Logarithmus hier aus, aus dieser Tabelle gespeist, 1 minus 0,4 durch 0,4 und landen bei 0,1761. Und das Ganze geht dann so weiter bis zum letzten Dokument, D6. Das letzte Dokument, da kommt nur der Term H drin vor und es erhält einen Relevanzwert von 0,6. Das Ganze können wir jetzt dann ranken hier, sehen wir unten rechts. Wir haben jetzt ein Ranking nach diesem Relevanzwert und auf diese Weise haben wir die Dokumente in eine Reihenfolge gebracht und können sie in dieser Reihenfolge ausgeben für diese Anfragen. Jetzt stellt sich die Frage, warum das Dokument D6 denn das Relevanteste ist. Sie sehen ja hier, dass zum Beispiel das Dokument D1 2 der Terme der Anfrage enthält. Wohingegen H nur ein Term ist, der in der Anfrage vorkommt, während die anderen beiden Terme nicht vorhanden sind. Woran könnte das liegen? Also ja, es sind schon 2 Fragen da. Ja, 2 Antworten. Naja, H kommt ja nur einmal vor, ist also quasi irgendwie seltener. Ja. Also geht unser Modell davon aus, dass es irgendwie relevanter ist. Genau. Und sagt dann halt eben, dann nehme ich halt eben das Dokument, wo H drin vorkommt. Weil das halt irgendwie eindeutiger ist. Das kann ich mir so vorstellen, wie wenn ich jetzt auf Wikipedia nach Wikipedia suche, dann kommt es ja auch häufig vor. Ja. Sollte also quasi auch eine geringe Relevanz haben.
Ja, korrekt. Sie haben recht. Das sehen Sie jetzt hier, insbesondere wenn Sie sich die Beispieldokumente anschauen. Die Terme A und C kommen in jeweils zwei Dokumenten vor, der Term H aber nur in einem Dokument. Und gemäß unserer Maximum Likelihood-Abschätzung hier, na, gehen wir nochmal zurück, ist das halt sorgt das halt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit hier höher wird. Es gibt hier eine Assoziation, die man haben kann, und das ist die Inverse Document Frequency beim Vector Space Modell. Das heißt, das Gewicht, dieses Gewicht vom Binary Independence Modell, und das ist nicht der RSJ Value, nicht der Robertson-Sberg-Jones Gewicht, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Das Gewicht vom Binary Independence Modell mit Hilfe der letzten Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen eines Terms in einem relevanten Dokument im Prinzip sich rauskürzt, entspricht im Prinzip der Inverse Document Frequency. Das heißt, wir schauen uns an, welche Terme sind diskriminativer. Wir haben jetzt hier eine theoretisch fundierte Herleitung für die Inverse Document Frequency. Reicht aber noch nicht ganz, sage ich mal. Wir wollen eigentlich noch ein bisschen mehr erreichen, und wir werden gleich eine Reihe von Möglichkeiten sehen, noch mehr zu erreichen. Ja, Fragen? Wo sind wir? Achso, hier ist proportional zu. Ja, gerne. Also dieses Zeichen hier steht für ist proportional zu. Es sind eine Reihe von Annahmen hier reingeflossen, über die man diskutieren kann. Das ist die binäre Relevanz, die Sie eben auch schon in Frage gestellt haben. Das ist die Boolean-Repräsentation von Dokumenten. Das heißt, wir missachten im Endeffekt die Termhäufigkeiten, bei denen wir ja schon beim Vector Space Modell, bei dem einfachen intuitiven Variante gesehen haben, dass die durchaus eine Rolle spielen können. Die dritte Annahme der Unabhängigkeit von Wörtern, die habe ich hier mal ausgegraut, da gehe ich gleich noch drauf ein. Die vierte Annahme, dass Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen, gleich wahrscheinlich in relevanten und nicht relevanten Dokumenten vorkommen. Das muss natürlich auch nicht zwangsläufig gegeben sein. Ist auch ein bisschen verwandt zu der dritten Annahme hier. Die fünfte Annahme ist, dass Terme, die in der Anfrage vorkommen, gleich wahrscheinlich in relevanten Dokumenten vorkommen. Okay, das ist auch schon eine sehr scharfe Annahme. Und dass zuletzt die Menge der nicht relevanten Dokumente abgeschätzt werden kann durch die gesamte Dokumentkollektion. Das sehen Sie jetzt hier unten durch das Maximum Likelihood Estimate gemacht haben, durch den Zähler hier. Das ist die Menge der nicht relevanten Dokumente. Heißt ja nicht, dass wir tatsächlich alle nicht relevanten Dokumente kennen, aber es ist eine Abschätzung, die wir auch treffen müssen. Wir kennen nur die Dokumente, die wir indizieren, und wir können nur damit vergleichen. Das heißt, wir sind abhängig von dieser Menge. Wenn wir eine kleine Dokumente indizieren, ist das etwas anderes, als wenn wir eine große Menge indizieren. Nochmal zurückkommt auf die Annahme der Unabhängigkeit von Wörtern in Dokumenten. Lavrenko, und das hat er jetzt hier auch noch, habe ich hier auch noch mal auf der Bemerkungsfolie ausführlich beschrieben oder aus dem Buch rausgeholt. Lavrenko hat gesagt, Entschuldigung, Lavrenko hat gesagt, dass fast jeder, der sich theoretisch mit Retrieval-Modellen auseinandersetzt, sich irgendwann an dieser Annahme stößt, sobald er oder sie damit anfängt. Und an dieser Stelle gibt es dann immer wieder neue Versuche, Modelle zu entwickeln und theoretisch herzuleiten, die die Wortunabhängigkeitsannahme nicht beinhalten. Und diese Modelle scheitern häufig, weshalb nie darüber veröffentlicht wird. Das heißt, man verwendet dann mal gut 1 bis 2 Jahre oder so darauf, so ein Modell zu entwickeln, wird aber nicht besser als die herkömmlichen Modelle und scheitert dann letztendlich, und negative Ergebnisse werden häufig nicht veröffentlicht. Demzufolge ist das einfach so eine Art häufiger Fehler, der gemacht wird, könnte man sagen. Lavrenko führt dann weiter aus, dass eigentlich nicht die Annahme der Unabhängigkeit von Wörtern, die hier der Einfachheit halber immer zitiert wird, zugrunde liegt, sondern nur die Interdependenz von Wörtern zwischen relevanten Dokumenten
und nicht relevanten Dokumenten muss gleich verteilt sein. Das bedeutet, das Verhältnis der Häufigkeiten der Wörter zueinander oder des Auftretens der Wörter zueinander in der Menge relevanter Dokumente ist ähnlich wie das Verhältnis von Wörtern zueinander in den nicht relevanten Dokumenten. Wir teilen einfach die Dokumentenmenge in zwei und schauen uns die Verhältnisse der Wörter untereinander an. Und darüber nehmen wir eine Unabhängigkeit an. Und das ist eine deutlich kleinere Annahme und demzufolge spielt es hier an dieser Stelle keine Rolle, ob die Wörter tatsächlich abhängig sind oder unabhängig in dem Modell. Das nur als Hintergrund, warum das hier keinen so großen Impact hat. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass eigentlich ja das hier das Termgewicht ist, das wir ursprünglich hergeleitet haben. Und nur durch eine sehr scharfe Annahme, nämlich dass diese Wahrscheinlichkeit PT hier 0,5 ist, konnten wir überhaupt erstmal etwas Praktikables machen, ohne weitere Informationen. Es gibt aber im Information Retrieval durchaus Situationen, in denen wir weitere Informationen haben, nämlich wenn wir Relevanzfeedback erhalten. Erinnern Sie sich noch, welche Arten von Relevanzfeedback es gab? Ja? Direktes und indirektes Feedback? Ja, korrekt. Können Sie die nochmal kurz zitieren, was das ist? Direktes Feedback ist halt, wenn uns der User sagt, ja, dieses Dokument war super, das hat mir geholfen. Ja. Ja, alles klar, sehr gut. Es gibt aber noch eine dritte. Welche ist das? Wird immer gern vergessen, habe ich den Eindruck. Das ist, das bemerke ich oft, obwohl das eigentlich keine unwichtige ist. Das ist wieder ein heuristisches Relevanzfeedback, könnte man sagen. Okay, spannen Sie nicht auf die Folter. Pseudorelevanzfeedback. Wer kann damit was anfangen? Keiner. Okay, schauen Sie sich bitte die Folie nochmal an, wo das draufsteht. Pseudorelevanzfeedback ist, wenn wir einfach so tun, als wären die Top-K-Dokumente relevant und die anderen nicht. Ohne hinzuschauen, ohne irgendjemanden zu fragen, ohne irgendwelche Clicklogs auszuwerten oder. Wir tun einfach so, als wäre das so, als würde das ursprüngliche Ranking-Modell schon irgendwie halbwegs funktionieren und die relevanteren Dokumente weiter nach oben als nach unten ranken. Und wir tun dann einfach so, als wären die Top-K schon die relevanten oder die Wahrscheinlichkeit, dass unter den Top-K mehr relevante als nicht relevante sind, ist höher als unter den Rest und demzufolge nehmen wir die einfach mal. Und tun so. Genau, also das heißt, wenn wir gar nichts wissen, können wir immer noch das machen. Wir können also irgendeine Quelle für Relevanzfeedback haben und demzufolge in unserer Resultatmenge für eine Anfrage, für unserer initialen Resultatmenge, die wir vielleicht mit dem herkömmlichen Verfahren ausgerechnet haben, dann eine Differenzierung machen zwischen der Teilmenge der relevanten Dokumente der Resultatmenge und der Teilmenge der nicht relevanten Dokumente in der Resultatmenge. Und darin können wir dann noch die Dokumente identifizieren, jeweils, die den Term T enthalten oder auch nicht, und hier eine weitere rangerhaltene Abschätzung durchführen, nämlich diesmal sowohl von der Wahrscheinlichkeit PT als auch von der Wahrscheinlichkeit ST. Ganz analog, so wie wir das vorher gemacht haben, nämlich durch ein Maximum Likelihood Estimate bezüglich der Zahl der retrievten Dokumente, die relevant sind und in Term T enthalten, geteilt durch die Zahl der retrievten Dokumente, die relevant sind, für die Wahrscheinlichkeit PT und analog für SD für die nicht relevanten. Das Ganze dann wieder gesmoothed und entsprechend in die Formel eingesetzt, ergibt dann dieses Ungetüm hier. Es ist im Prinzip nicht viel passiert. Sie erkennen die einzelnen Faktoren hier wieder. Das Ganze ist ein bisschen vereinfacht und aufgelöst, aber im Großen und Ganzen sehen wir jetzt hier nur Zahlen, die wir anhand der beiden uns irgendwie gegebenen Mengen durch Relevanzfeedback ausrechnen können. Und auf diese Weise können wir dann jetzt endlich das gesamte Termgewicht, das wir hergeleitet haben im Binary Independence Modell, also den RSJ-Wert ausrechnen. Das heißt, wir müssen eine Retrieval-Runde machen und
wenn wir auch gar nichts anderes wissen, können wir immer noch mit Pseudo-Relevanz-Feedback arbeiten. Natürlich kann man hier wieder Hybride machen. Man macht erstmal ein Vector-Space-Modell-Retrieval und macht dann hiermit weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch das hier nochmal an einem vielleicht etwas pathologisch gewählten Beispiel erläutert. Wir haben jetzt hier eine Anfrage Q und wir haben eine Resultatmenge, die geteilt ist in zwei Teile, in zwei Teilmengen, die wir durch Relevanzfeedback erhalten haben, die Menge der relevanten Dokumente und die Menge der nicht relevanten Dokumente. Zwei Dokumente sind relevant, drei Dokumente sind nicht relevant von den fünf und wir haben ein sechstes Dokument gegeben, das zufälligerweise exakt die Anfrageterme enthält. Hier sehen wir jetzt in der Tabelle, die ist etwas ausführlicher geworden, wieder die Terme und entsprechend die Teilmengen, die Häufigkeiten in den Teilmengen des jeweiligen Terms und die sich daraus ergebenden Abschätzungen für PT und ST. Da wir eine Anfrage mit drei Termen haben, können wir in der Relevanzfunktion wieder drei Faktoren aufschlüsseln, drei Summanden in dem Fall, die logarithmiert sind für jeden Term ein und entsprechend die Zahlen einsetzen. Und wir sehen hier schon, dass die Anfrage, da sie alle drei Terme für das Dokument D6 enthält, für das wir jetzt den Relevanzwert hier berechnen wollen, einen Gesamtwert von minus 0,77 ergibt. Wir sehen, wenn wir etwas genauer hinschauen, insbesondere, dass hier eine Situation auftritt, bei der dieser Summand hier quasi aus einer Wahrscheinlichkeit besteht und hier das Gegenereignis entsprechend auftritt. Das heißt, diese beiden Summanden, die kürzen sich gegenseitig raus, wenn man die Zahlen ausrechnet. Es bleibt also nur das Gewicht für G übrig. Wir haben eine Unabhängigkeitsannahme. H und B haben ja erstmal nichts miteinander zu tun oder quasi nichts. Und wir sehen jetzt hier eine Zahl, die negativ ist. Muss uns auch erstmal nicht weiter stören. Wie schon gesagt, je größer die Zahl, umso relevanter das Dokument. Und wenn die Zahl negativ wird, dann ist es halt vielleicht nicht sonderlich relevant. Aber es kann ja auch ein anderes Dokument geben, das eine noch kleinere Zahl erhält. Und in dem Fall, ich habe am Anfang schon gesagt, das Beispiel ist etwas pathologisch gewählt, insofern, als dass das Dokument ja so aussehe, als wäre es total relevant, weil es ja alle drei Anfragewörter enthält. Aber durch das Relevanzfeedback haben wir Informationen erhalten. Die Information hier ist, dass die Wörter B, oder dass der Term B, zwar viermal unter den Relevanten vorkommt, aber immer doch noch dreimal unter den Nicht-Relevanten. Und auch das Wort G kommt hier nur in nicht-relevanten Dokumenten vor. Das heißt, was immer der oder die Nutzerin hier eingegeben hat als Anfrage, ist nicht notwendigerweise relevant für das Topic, zumindest gemäß des Relevanzfeedbacks, das wir erhalten haben. Das heißt, diese Wörter sollte man geflissentlich ignorieren. Über H wissen wir eigentlich gar nichts. Und am Ende bleibt halt durch diese ungünstige Situation hier, dass der Faktor sich gegenseitig rauskürzt, nur das Wort G als Ranking-Merkmal übrig. Wie gesagt, es ist ein gewissermaßen pathologischer Fall, aber sonst wäre es halt ein bisschen uninteressant. Was können wir jetzt also tun mit unserer Wahrscheinlichkeit, PT, um das Problem ein wenig zu umlaufen, das wir hier haben, wenn wir auf diese Art und Weise Relevanzfeedback bekommen, die das Ganze ein bisschen kaputt zu machen droht? Nun, wir könnten mit der initialen Schätzung für PT oder mit einer Schätzung aus einer vorigen Runde des Relevanzfeedbacks, des Query Refinements, wir müssen das ja nicht nur einmal machen, wir können es auch zwei, dreimal hintereinander machen, mit den Nutzern oder mit Pseudorelevanzfeedback oder indirektem Feedback. Und wir können ja in jeder Runde hier einfach die Wahrscheinlichkeit PT ein wenig adaptieren, ganz ähnlich wie im maschinellen Lernen, updaten. Und anstatt jedes Mal einfach direkt neu die Schätzung hier zu machen, fügen wir als Smoothing-Faktor hier irgendeinen Alpha ein und multiplizieren das im Zähler mit der alten Wahrscheinlichkeit aus der vorigen Runde PT. Das heißt, in dem Initialfall Bootstrapping setzen wir PT auf 0,5, so wie wir es eben gesehen haben, und fügen das hier noch immerhin hinzu. Auf diese Weise kann man die Situation, die vorher dort gezeigt ist, ein wenig
zurückfahren. Und ein brauchbarer Wert für Alpha könnte zum Beispiel die Größe der Dokumentmenge sein, über die wir Relevanzfeedback erhalten haben oder die Größe des Resultatsets. Insgesamt können wir auf diese Weise ein geupdatetes Termgewicht ausrechnen und haben auch hier wieder eine Reihe von Annahmen, die zugrunde liegen. Das sind jetzt nur vier. Das heißt, das habe ich hier mal zusammengefasst, aufgebaut. Auf der nächsten Folie sehen Sie die Annahmen dann auch entsprechend ausgeführt. Und wir nehmen zunächst an, dass wenn wir ein Update machen wollen, wir einfach das Originalgewicht multiplizieren müssen mit der Differenz aus der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von einem Term in einem Dokument gegeben, dass es relevant ist, abgezogen von minus die Wahrscheinlichkeit, dass das Auftreten eines Terms, wenn es nicht relevant ist. Das Ganze können wir dann nun wieder noch weiter abschätzen, indem wir einfach sagen, okay, dieser Wert hier ist häufig sehr, sehr klein, da die meisten Dokumente in unserer Gesamtdokumentmenge nicht relevant sind. Denken Sie an die Class Imbalance. Wir haben nur sehr wenige relevante Dokumente üblicherweise für eine Anfrage, nicht sehr viele. Und diese Wahrscheinlichkeit können wir jetzt dann entsprechend wieder, mit dem Maximum Likelihood Estimate abschätzen und das Ganze dann hier noch rangerhaltend vereinfachen, indem wir einfach die Division hier durch die Gesamtmenge der Resultatmenge weglassen. Das spielt keine Rolle, rangerhaltend ist es. Und auf diese Weise können wir hier auch mit den jeweiligen Werten für PT entsprechend arbeiten oder mit den geupdateten Werten für PT, je nachdem in welcher Runde des Relevanzfeedbacks und des Query Refinements wir uns befinden. Hier also nochmal die Annahmen. In Summe haben wir jetzt ein Modell gesehen, ein erstes Modell, das sich in probabilistischen Theorien begründet. Es gibt eine ganze Reihe von Annahmen, die hier reingeflossen sind, die wir positiv oder negativ bewerten können. Jede dieser Annahmen kann man diskutieren, aber es zeigt sich insbesondere, dass dieses grundlegende Modell durchaus ein bisschen funktioniert hat. Nichtsdestotrotz war das empirisch hergeleitete Modell. Das bedeutet, das Modell, das man einfach gemäß Intuition erfunden hat, das TF-IDF-Modell, trotz der Tatsache, dass das Binary Independence-Modell sich im Endeffekt durch die Menge der Annahmen auf den IDF-Faktor reduzieren ließ, hier eigentlich immer noch die bessere Wahl. Man hat aber nicht aufgegeben, Theorien zu entwickeln. Und das führt uns zum nächsten Modell. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal kurz innehalten und erstmal noch Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen zu allem, was Sie bis jetzt gehört haben. Ich weiß, das ist nicht leicht, was hier steht. Wenn Ihnen noch welche einfallen, können Sie da auf jeden Fall auch zwischendrin noch stellen. Das ist kein Problem. So. Da kommen wir jetzt zum nächsten Modell. Dieses Modell ist sozusagen ein Zwitter aus theoretischen Annahmen, die dem Modell zugrunde liegen, die ebenfalls probabilistisch motiviert sind und dann, ich sag mal, in seiner finalen Inkarnation einer Menge Abschätzungen, die eher empirisch motiviert waren. Also das heißt, wo man eher gesucht hat nach einer gut funktionierenden Termgewichtsfunktion, die man dann schlussendlich mit dem Namen BM25 getauft hat. Ich sage nicht BM25, weil es nicht 25 Versionen davon gab, sondern nur 5.
das ist dann nochmal auf einer Bemerkungsfolie ein Link gegeben, wo das nochmal ausgeführt ist, welche es gab. Wir werden uns noch nicht alle anschauen. Es wird auch nicht nochmal eine so ausführliche Herleitung geben. Aber wir fangen wieder ganz am Anfang an, nämlich zunächst einmal bei den Dokumentrepräsentationen, den Anfragerepräsentationen und der darauf aufbauenden Relevanzfunktion. Dokumente sind jetzt hier ähnlich wie im Vector-Space-Modell repräsentiert als Vektoren von Termhäufigkeiten. Oder von Termgewichten im Allgemeinen mit dem Ziel, dass Termhäufigkeiten berücksichtigt werden. Sagen wir es so. Das Termgewicht, das werden wir uns jetzt genauer anschauen, um welches sich dabei handelt. Das Ganze geht dann wieder zurück auf das, was wir vorher schon gesehen haben, nämlich eine Terminologie. Und es handelt sich bei dieser Terminologie um die Dimensionen des Vektorraums und die Termgewichtsfunktion quantifiziert in irgendeiner Weise Termwichtigkeit eines Terms bezüglich eines Dokuments. Ganz so wie beim Vector-Space-Modell schon gesehen. Anfragen werden genauso repräsentiert mit einer eigenen Termgewichtsfunktion. Und die Relevanzfunktion, auch so wie wir es vorher schon gesehen haben, ist einfach die Summe der Termgewichte, nicht normalisiert. Der theoretische Unterbau oder der theoretisch-empirische Unterbau für die Annahmen, die dann hier getroffen wurden, war zunächst einmal die Erkenntnis, dass die Termhäufigkeit nicht ignoriert werden kann, wie es beim Binary Independence Modell geschehen ist, durch die Repräsentation als Menge von Vorkommen und Nichtvorkommen von Termen in Dokumenten. Man hat also angefangen, erst einmal zu versuchen, eine Theorie dafür zu entwickeln, wie es denn zu Termhäufigkeiten kommt. Ein Modell dafür zu entwickeln. Und ich gehe jetzt nochmal zurück auf das Dokumentmodell gleich, ja, machen wir mal gleich, bevor wir da angekommen sind, auf die zwei Arten von Dokumentmodellen, die wir uns anschauen. Angefangen hat das Ganze mit dem sogenannten Poisson-Modell für die Termhäufigkeit. Und der Annahme, dass es Dokumente gibt, die Terme enthalten, die das Thema des Dokuments besonders gut beschreiben. Also dass jeder Term im Prinzip zu seinem Dokument in Relation steht, insofern, als dass es einerseits beschreibt, was das Thema des Dokuments ist, bis zu einem gewissen Grad, und andererseits bei den Dokumenten, bei denen Terme enthalten sind, die über das Thema des allgemeinen Dokuments eine Aussage liefern, bei den Dokumenten, bei dieser Menge an Dokumenten für einen gewissen Term handelt es sich um die sogenannte Elite-Menge. Man kann auch von Aboutness reden. Also die Menge der Dokumente, die einen Term enthalten, T, der das Thema des Dokuments gut umreißt, das ist eine separierbare Menge von allen anderen Dokumenten. Klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist im Prinzip dieselbe Annahme, die wir bei der Termgewichtsfunktion ja schon vorher gemacht haben. Es gibt Terme, die sind wichtig für das Thema eines Dokuments und es gibt Terme, die sind nicht wichtig für das Thema eines Dokuments. Wir haben einfach nur angefangen, mal zu schauen, für welchen Term gibt es denn jetzt Dokumente, die das Thema auch des Terms beinhalten oder nicht. Und man hat sich die Frage gestellt, wie solche Dokumente entstehen oder warum dann die Häufigkeit von Termen in diesen Dokumenten höher ist. Und durch Vorüberlegungen und auch empirische Untersuchungen von sehr vielen Dokumenten hat man dann gesehen, dass die Termhäufigkeit im Prinzip einer Poisson-Verteilung folgt. Und man hat gesagt, okay, diese Elite-Terme, die also sich stark um das Thema eines Dokuments drehen, die werden aus einer Poisson-Verteilung gezogen und alle anderen Terme werden aus einer anderen Poisson-Verteilung gezogen. Deswegen handelt es sich hier um das Zwei-Poisson-Modell.
An dieser Stelle möchte ich nochmal zurückkommen auf diese Folie hier, wo Sie insbesondere gesehen haben, die synthetischen Modelle, Dokumentmodelle oder generativen Modelle. Die Annahme im Zwei-Poisson-Modell ist also, jede Position für einen Term hier in diesem Dokument hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass entweder dort ein Elite-Term steht oder kein Elite-Term steht. Und für Elite-Terme, das heißt für Terme, die das Thema des Dokuments gut umreißen, gibt es dann wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit der sie gezogen werden. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung wird von den Autoren irgendwie gewählt. Wir entscheiden uns, über ein Thema zu schreiben oder über einen Mix von Themen, wählen also entsprechend eine Themenverteilung und wenn wir über ein spezifisches Thema schreiben wollen, wählen wir uns für dieses Thema eine Verteilung von Worthäufigkeiten oder von relativen Wahrscheinlichkeiten von Wörtern und ziehen dann daraus Terme und füllen die Position des Dokuments. Natürlich machen wir das nicht so. Aber es ist eine vereinfachende Annahme, wie solche Dokumente entstehen, die dann mit den Mitteln der Statistik betrachtet werden kann. Und genau das ist letztendlich hier im Two-Poisson-Modell passiert. Es gibt Terme, die drehen sich um das Dokument und die werden dann mit einer bestimmten Häufigkeit gezogen. Und daraus ergibt sich dann auch der Ergebnisraum, den wir hier sehen. Wir haben einerseits die Frage, Elite oder nicht, und das Ganze dann als kartesisches Produkt mit den natürlichen Zahlen bezüglich potenziert mit der Menge mit der Größe der Terminologie. Und jetzt, angenommen, diese Abschätzung gilt, dieses RSJ-Termgewicht, können wir hiermit das zeige ich Ihnen jetzt nicht, können wir hier mit dieser zusätzlichen Annahme des Zwei-Poisson-Modells eine bessere Abschätzung für PT tätigen auf Basis von Termhäufigkeiten. Ein Problem, das sich dabei in der Praxis gezeigt hat, ist, dass letztendlich Poisson-Verteilungen sehr schwer von den Parametern her zu fitten sind. Das heißt, man hat plötzlich sehr viele Parameter zu fitten und klingt zwar gut theoretisch, aber ist nicht praktikabel, zumindest nicht für große Dokumentmengen. Und deswegen ist man dann wieder zurückgegangen in die Empirie und hat gesagt, okay, kann ich denn diesen Wert annähern? Und das Ergebnis war die Okapi-BM25-Funktion. Die sehen wir jetzt hier und wie gesagt, ich überspringe jetzt komplett die Herleitung. Es ist einfach nur die Gewichtsfunktion. Auch hier schon komplett zu sehen, aber sie hat drei Bestandteile, die Ihnen auch sehr bekannt vorkommen dürften. Wir haben schon gesehen, dass das einfach nur hier die Gewichtsfunktion für das Dokument bezüglich der Termhäufigkeit ist, die Gewichtsfunktion für die Anfrage bezüglich der Termhäufigkeit und hier der IDF-Faktor bzw. das Gewicht aus dem Binary Independence-Modell. Einfach miteinander multipliziert, ergeben dann das Termgewicht BM25. Wir schauen uns jetzt einzelne Termgewichte genauer an. Wir sehen hier bei dem ersten, dass wir zunächst anfangen mit der Termhäufigkeit. Und als nächstes fügen wir etwas hinzu, nämlich so eine Art Sättigungsfaktoren oder wir normalisieren die Termhäufigkeit. Und das ist genau hergeleitet aus dieser Beobachtung der Poisson-Verteilung von Wörtern. Sie sehen hier, wie so eine Poisson-Verteilung aussieht. Hier. Und man hat einfach nur gesagt, okay, wenn ich die Parameter der Poisson-Verteilung nicht schätzen kann, kann ich ja einfach eine Funktion konstruieren auf Basis von Informationen, die ich habe, die zumindest ähnlich aussieht bezüglich der Termhäufigkeit. Und wenn wir uns diese Funktion anschauen, sehen wir diese hier.
Und Sie sehen hier durchaus eine Übereinstimmung. Abhängig davon, wie ich diese Parameter hier wähle, kann ich diese Funktion entsprechend größer oder kleiner machen, also bauchiger oder weniger bauchig. Und das ist alles, was hier passiert ist. Das heißt, man hat einfach gesagt, theoretisch, wenn unsere Annahmen zustimmen, wie man das Erzeugen von Dokumenten modellieren kann, probabilistisch, und hier sich eine Poisson-Verteilung zeigt, da kann ich die ja auch einfach abschätzen mit einer ähnlichen Funktion, mit einem ähnlichen Normalisierungsfaktor hier. Dieser Normalisierungsfaktor, den haben wir auch schon gesehen beim Vector-Space-Modell, denn da hat man ähnlich versucht, die Termhäufigkeit zu normalisieren oder ist auch letztendlich von diesen grundlegenden Annahmen hier übernommen. Nämlich die Tatsache, dass zwar, wenn ein Term anfänglich immer häufiger wird, der Term sicherlich sehr viel wichtiger ist. Das heißt, ein Term, der nicht einmal, sondern fünfmal auftritt, ist wichtiger für das Dokument oder vielleicht sogar fünfmal wichtiger. Während ein Term, der anstatt 100, 200 Mal auftritt, nicht um den Faktor 2 wichtiger wird. Das Ganze dann noch im Zähler multipliziert mit einem Faktor K1 hier generell sorgt für jeden Faktor K1 hier, dieser Normalisierungsfaktor, dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, diese Funktion aufzustellen, die ich gerade gezeigt habe. Und das Ganze wird jetzt nochmal weiter multipliziert mit diesem Faktor im Zähler, der dafür sorgt, dass die Gewichte größer als 1 bleiben. Das ist also nur aufgrund der Numerik, die wir hier kontrollieren wollen. Rangerhaltend. Als nächstes kommt noch hinzu, das haben wir bis jetzt noch nicht betrachtet, eine Längennormalisierung für Dokumente. Die wurde letztendlich auch einfach empirisch herausgefunden. Am Anfang, ganz am Anfang im Information Retrieval war es halt so, dass letztendlich nur Abstracts von Papern retrieved wurden. Die waren alle sehr ähnlich lang. Es gab keine dramatischen Unterschiede. Und das heißt, man musste sich über Dokumentlängenunterschiede keine Sorgen machen. Das hat sich dann spätestens mit dem Hinzufügen neuer Dokumentkollektionen dramatisch geändert. Es gab dramatisch unterschiedliche Dokumentlängen und man musste sich plötzlich darum Sorgen machen, dass man plötzlich Äpfel mit Birnen vergleicht, wenn man ein sehr kurzes Dokument auf diese Weise gewichtet im Vergleich zu einem sehr langen Dokument. Und was hier geschieht, ist zunächst eine Normalisierung bezüglich der Länge von Dokumenten. Wir berechnen einfach die durchschnittliche Dokumentlänge über unsere gesamte Dokumentmenge D, groß D, und schauen dann einfach, wie stark weicht denn die Länge des tatsächlich betrachteten Dokuments davon ab. Und um hier nochmal eine Möglichkeit zu erschaffen, dass dieser Faktor hier nicht quasi konstant ist für jedes Dokument, können wir hier nochmal reinkontrollieren durch den Faktor B, wie stark denn die Dokumentlängennormalisierung tatsächlich einen Einfluss nehmen soll auf dieses Gesamtgewicht. Das heißt, wenn ich B hier mit irgendeinem Wert von zwischen 0 und 1 belege, habe ich einen stärkeren oder geringeren Einfluss. Betrachten wir als nächstes dann noch das Gewicht für die Anfrage hier. Das sieht im Prinzip ganz genauso aus, nur ohne Längennormalisierung. Anfragen sind relativ kontrollierbar, relativ kurz. Das heißt, da muss man nicht sich noch die Mühe machen, Längen zu normalisieren. Das ändert sich natürlich dann, wenn Sie plötzlich sehr, sehr lange Anfragen haben, aber das ist im Web-Retrieval üblicherweise nicht der Fall. Ganz häufig wird auch dieser Faktor einfach noch weggelassen. Und wenn Sie den Faktor weglassen, dann sehen Sie schon hier, wir haben eine Art TF-Faktor, der hier etwas komplizierter ist, und eine Art IDF-Faktor, genauso wie beim Vector-Space-Modell. Ja, und der Binary Independence-Faktor ist genau der, den wir vorher schon gesehen haben, hier noch ausgetauscht, die Dokument-Frequency analog zur Term-Frequency hier. Ah ja, das habe ich gerade erzählt. Hier steht es auch nochmal. Im Prinzip kann man diesen Faktor auch weglassen, wie gesagt. Die Parameter selbst, die muss man empirisch herausfinden.
anpassen, optimieren auf eine gegebene Retrieval-Situation. Man kann jetzt nicht einfach statisch irgendein Parameterset ansetzen und hoffen, dass es gut funktioniert. In vielen Experimenten haben sich natürlich Parameter herauskristallisiert, die man ansetzen kann für K1 1,2, für B 0,75. Und falls man mal hier diesen Faktor für die Anfrage, für das Termgewicht in Anfragen mit einbezieht, dann wird man irgendeinen K2 zwischen 0 und 1000 wählen. Das hängt aber sehr stark davon ab, welche Arten von Anfragen man wirklich vorliegen hat. Sie werden wahrscheinlich auch, wenn Sie Apache Lucene oder Elasticsearch oder andere Dinge verwenden, werden Sie wahrscheinlich auch erstmal mit den Default-Parametrisierungen anfangen. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass man BM25 deutlich optimieren kann, indem man die Parameter hier optimiert. Es gibt jetzt noch zusätzlich eine Erweiterung dieses Modells, das nur zur Information, das BM25F-Modell, das insofern eine Erweiterung ist, als dass man jetzt hier noch die Möglichkeit erschafft, Felder in Dokumenten, das heißt Dokumentstruktur mit zu berücksichtigen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Introduction in einem Dokument, ein Related Work, eine Methoden-Section und eine Evaluierungs-Section. Dann können Sie die im Dokument separieren und in unterschiedliche Felder gießen und demzufolge unterschiedliche Termgewichte für jedes Feld ausrechnen. Wir haben also irgendeine Menge von solchen Dokumentfeldern gegeben und wir iterieren jetzt jeweils über diese Dokumentfelder und fügen quasi noch Parameter für jedes Feld hinzu, Boosting-Parameter, hier als KS bezeichnet, die zeigen, wie wichtig ist denn der Anteil jedes Felds oder der Termgewichte jedes Felds in Bezug auf das Gesamtdokument. Wörter, die in der Einleitung vorkommen, sind vielleicht wichtiger als Wörter, die nur am Ende vorkommen. Auch da kann man nochmal viel mehr Informationen dem Dokument geben, sofern man sie denn hat. Und auf diese Weise können wir jetzt hier bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel die Termhäufigkeit, entsprechend ersetzen hier oben in den Formeln, oder wir können die Länge eines Dokuments entsprechend anders berechnen oder auch die Länge, die durchschnittliche Länge des Dokuments entsprechend in die Formel hier oben einsetzen. Die Relevanzfunktion, hier nochmal zur Wiederholung, ist dann einfach die Summe dieses Termgewichts hier und letztendlich kann man alles, was Sie hier sehen, mehr oder weniger statisch vorberechnen, vorausgesetzt man lässt diesen Faktor quasi weg oder schätzt ihn einfach mit 1 ab und auf diese Weise können Sie alles, was Sie vorher schon gesehen haben, einfach in den Index schreiben, ganz analog zum TF-IDF-Modell auch. Ich ziehe den Vergleich zum TF-IDF-Modell jetzt sehr häufig, was Sie aber nicht daraus schließen sollten, ist, dass das TF-IDF-Modell quasi gleich gut ist. Ist es nicht. Wenn man das BM25-Modell hinreichend optimiert, dann ist es definitiv das bessere Modell. Und es hat insbesondere für Dekaden im Information Retrieval, seit es erfunden wurde, quasi alles dominiert. Es gab viele andere Ansätze, die nur kompetitiv waren, aber nicht dramatisch besser und andere Vor- und Nachteile mit sich brachten. Es ist trotz der Tatsache, dass man es tunen muss, relativ leicht zu tunen. Das kriegt man hin. Und man kann halt fast alle Parameter, die da drin stehen, vorberechnen und indizieren, was natürlich auch ein Vorteil ist. Je weniger man zur Retrieval-Zeit berechnen muss, umso besser. Der Nachteil ist hier, wir haben jetzt weiterhin, dadurch, dass wir so viele empirische Annahmen getroffen haben und das Modell im Endeffekt zwar auf theoretischen Annahmen fußt, von denen wir uns aber dann sehr schnell verabschiedet haben, weil wir im Endeffekt keine realistische Abschätzung mehr machen konnten, mithilfe der zur Verfügung stehenden Rechenkapazität, haben wir letztendlich dann nur noch mal so ein Zwitter zwischen einem empirisch motivierten Modell und einem probabilistisch oder theoretisch fundierten Modell. Ja, Frage da oben. Gibt es da Quantifizierung dazu, wie schlimm das ist im Vergleich zu dem theoretischen Ansatz, also zu dem Poisson-Modell? Naja, ich sag mal so, nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, es hat auch letztendlich noch niemand jemals versucht, auf einer Kollektion realistischer Größenordnung die beiden gegeneinander antreten zu lassen. Braucht man das? Kann man das nicht errechnen? Also
Das ist eine Möglichkeit vielleicht. Ich habe jetzt keine Idee, ob das jemand schon mal gemacht hat, ob das jemand schon mal versucht hat zu quantifizieren, wie stark der Unterschied wirklich ist. Am Ende muss man sagen, selbst wenn, Sie haben ja auch beim BIM-Modell gesehen, wie viele Annahmen da reingeflossen sind. Ne? Ja, das sind theoretische Annahmen, aber es sind Annahmen, die wir treffen. Jede Annahme ist eine Vereinfachung, die wir letztendlich vornehmen. Und Vereinfachungen sorgen dafür, dass wir uns stärker von der Realität verabschieden. Und die Realität ist natürlich immer sehr eng gefasst in der Modellwelt, die wir aufgestellt haben, hier in der Annahme des Zwei-Poisson-Modells oder beim Binary-Independence-Modell in der Annahme binärer Relevanz und binären Wortvorkommens oder Wortunabhängigkeiten und ähnlichen Dingen. All das sind scharfe Annahmen, die mit der Realität nichts zu tun haben, und letztendlich muss man, auch wenn ein Modell theoretisch hergeleitet ist, dann hat es zwar vielleicht eine stärkere Fundierung da drin, aber am Ende muss man trotzdem immer noch evaluieren, wie es sich denn gegenüber den Konkurrenzmodellen schlägt. Da kommt man nicht drum rum. Selbst wenn man jetzt hier ein theoretisches Argument aufmachen kann, was denn ungefähr der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen ist. Aber wie gesagt, um die Frage kurz zu beantworten, ich habe jetzt keine kurze Antwort darauf, ob es irgendwo schon mal jemanden gab, der versucht hat, das Ganze dann mal tatsächlich zu quantifizieren oder auch theoretisch herzuleiten, wie groß der Unterschied wirklich ist. Genau, damit sind wir am Ende dieses Teils der Vorlesung, und ich würde an dieser Stelle aussteigen.